Hier ist meine Welt, meine Küche in Wohnheim. Allerdings musste ich, damit ich hier bleiben konnte, noch einiges erledigen. Und da bin ich wirklich froh, dass Tim aus Study Buddy mir geholfen hat. Ich musste mich ja noch auf dem Einwohnermeldeamt anmelden. Tim hatte mich am Wohnheim abgeholt. Er hatte nochmal gecheckt, ob ich alles dabei habe. Pass, Krankenversicherungsbestätigung, Mietvertrag, Immatrikulationsbescheinigung, Geld für die Gebühren. Ich hatte alles dabei. Wir konnten direkt los. Wir sind dann mit dem Bus in die Stadt gefahren. Die 5-Minuten-Bus ist... Genau, also siehst du da... Wir mussten zuerst auf das Einwohnermeldeamt. Das muss man innerhalb einer Woche nach der Ankunft in Deutschland erledigen. Aber das ist für alle gleich. Jeder in Deutschland muss das machen, wenn er an einem neuen Ort wohnen will. Für meine Freunde aus der Europäischen Union war damit auch alles erledigt. Da ich aus einem Land außerhalb der EU komme, musste ich auch noch zur Ausländerbehörde. Denn alleine mit dem Visum kommt man nicht weit. Das Visum hat mir zwar die Einreise nach Deutschland ermöglicht, allerdings braucht man dann eine Aufenthaltserlaubnis. Ich will ja eine ganze Weile zum Studieren hier bleiben und das muss geregelt sein. Das ist zwar anstrengend und dauert etwas, aber es ist nicht schlimm. Es muss halt alles seine Ordnung haben. In Deutschland.